Hey Leute, willkommen wieder bei Fire Emblem Fates und wir sind im 16. Kapitel angekommen, haben uns das, das Alpha-Yato hier geschnappt, so wunderschöne blaue Klinge. Und bevor wir aufbrechen, gibt es natürlich wieder Supports, es wird heute wieder super kitschig wahrscheinlich. Das ist ja, so von den Dialogen, ne? Aber okay. Ja, ihr seht, jede Menge Supportgespräche, natürlich wieder wie gewohnt überspringen oder angucken, wie es euch beliebt. Wir gehen die jedenfalls alle durch, S-Supports hebe ich mir für den Schluss auf und ja, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall mindestens einen geben. Ich würde einfach mal sagen, ja, machen wir einfach mal hier, fangen wir hier an, so. Mosu, rate mal, was ich hier gefunden habe, ich habe uns ein paar Fische gefangen. Wir haben heute wie verrückt angebissen, hier sieht ihr nur dieses Monster an. Ui, wie groß der ist. Er überragt mich ja sogar noch um einige Zentimeter. Ha, damit könntest du sogar recht haben. Er ist aber doch hoffentlich nicht so groß für den Kochtopf, oder? Ich kann's dir nicht sagen, du hast ein echtes Seeungeheuer an Land gezogen. Erstmal sehen, ob ich das Biest überhaupt allein ausnehmen und entschuppen kann. Wenn's weiter nichts ist, darum kümmere ich mich gern. Oh, ganz sicher, das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Kein Problem, sowas habe ich schon mal gemacht. Außerdem ist das die Gelegenheit, mal meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Na gut, dann überlasse ich dir das. Beeindruckt, ich bin eben nicht nur schön und stark, sondern auch zuverlässig. Na sicher, ein bisschen beeindruckt bin ich schon, das streite ich nicht ab. Oh Mann, das war schon wieder mit diesen... Ja, die soll ja eigentlich ländlich sein, aber ich bin nicht so der Fan von einem Streit, oder Streite oder so, aber gut, das sind jetzt wieder, ist jetzt wieder Kritik. Man kann Ländlichkeit auch anders ausdrücken, durch einfache Worte versus geschwollen und so. Und in dem Spiel spricht fast keiner geschwollen. Und früher gab es ganz, ganz viele adlige Charaktere. Nur mal so, weil ich jetzt hier schon wieder Kritik habe an der Lokalisierung. Ich weiß noch, dass früher immer so wunderschön formulierte Sätze dabei waren. Passt jetzt hier nicht zu der Person, aber ich merke, dass die Adelsleute sich nicht wie Adelsleute benehmen. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber wie auch immer. So am Rande. So siehst du aber gar nicht aus. Du wirkst eher peinlich berührt. Nein, ich bin nicht. Ich bin bloß ein bisschen überrascht. Das ist alles. Ich habe in dir immer ein kleines Kind gesehen, aber du wirkst plötzlich so erwachsen. Schon irgendwie lustig, oder? Manchmal bist du wie ein kleiner Bruder, manchmal auch wie ein großer. Das meinst du. Ja, klingt einleuchtend. Ich hatte ja nie Geschwister, aber in meinem Dorf gab es viele kleine Racker. Die waren für mich alle wie Brüder und Schwestern. Es war schon eine tolle Zeit. Ah, tut mir leid, ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Nein, schon gut, verzeih meine Bemerkung, du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen. Tue ich nicht, aber vielleicht kann ich dir ja trotzdem irgendwie helfen. Was hältst du davon, wenn ich ab sofort als dein Bruder einspringe? Hm? Du hast doch selbst gesagt, dass du in mir manchmal einen Bruder siehst, oder? Mag zwar nicht dein eigen Fleisch und Blut sein, aber das muss ja nichts heißen. Nun, was sagst du dazu? Ist das nicht eine großartige Idee? Ich weiß ja nicht, ob man einfach so tun kann, als sei man eine Familie, Caden. Aber trotzdem lieb von dir. Schön, dass du dich so sehr um mich sorgst. Na komm, lass es uns wenigstens versuchen. Einen besseren Bruder gibt's nicht. Ha, na gut. Aber sieh zu, dass du auch lieb zu deiner neuen Schwester bist. So. Interessant. Derart A-Support hier. Und da soll noch ein S-Support draus werden? Ich weiß ja nicht. Aber okay, wie auch immer. Da müssen dann wohl die Übersetzer wieder improvisieren. Naja, keine Ahnung. Egal. So, machen wir hier mal weiter. Chris, vielen Dank, dass du mir heute Zeit für mich nimmst. Na klar, was hast du auf dem Herzen? Ich muss mich entschuldigen. Neulich war ich nicht ganz ehrlich zu dir. Hm? Es stimmt schon, dass ich viele Schwestern habe, die gleich heißen, gleich aussehen. Aber die Anna, die dir die erste Blume verkauft hat und die zweite, das war ich. Ich glaube, ich bekomme eine Migräne. Einfach schon. Voll sauer. Bitte verzeih mir, Chris. Wenn es um Geld geht, dann ist mein Verhalten etwas fragwürdig. Fragwürdig? Was meinst du damit? Naja, ich dachte mir, wenn ich mich als eine meiner Schwestern ausgeben würde, dann könnte ich dir eine weiter Blumen verkaufen. Tut mir wirklich leid. Warum beißtest du mir das jetzt? Du hättest es genauso lassen können. Eine Händlerin, die Freunde belügen muss, ist ihre Aufgabe nicht würdig. Ich gebe dir dein Geld zurück und hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Du kannst das Geld behalten, es gibt nichts zu verzeihen. Ich denke, das war ein faires Geschäft. Was? Ich mag deine Blume, also habe ich dich dementsprechend bezahlt. Ich kaufte die zweite Blume nicht nur, weil ich dich für eine andere anerhielt. Also wenn du es so siehst... Außerdem wird dir doch mehr Glück zuteil, je mehr ich davon habe, oder? Dank meiner Einkäufe habe ich eine andere Seite von dir gesehen. Ich Glückspilz. Wirklich? Das ist lieb von dir, aber ich habe langsam Sorgen, dass du vielleicht ein wenig zu nett bist. Chris, ich verrate dir einige Tricks. So fällst du nicht auf krumme Maschen rein. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Toll. Und damit wären wir beim ersten Tipp. Vertrau anderen Leuten nicht so schnell. Nun gut, betrachte es als einmaliges Spezialangebot. Ich bring dir alles bei. Na super. Händlerin wie eh und je. Aber was erwartet man auch?
Also Silas und Asura. Ja, wer ist das? Psst, ich bin das nur. My Lady Asura, jetzt greift ihr mich im Schlaf an, ist das euer Ernst? Ist es nicht, was du denkst? Ist es nicht, und woher wisst ihr, was ich denke, könnt ihr jetzt Gedanken lesen. Oh, was ist das? Eine Art Tier? Kannst aufhören zu zittern, das Tier ist keine Bedrohung mehr, es stirbt bald. Habt ihr dieses Ding getötet? Ja, als ich es in dein Zelt schlüpfen sah, war ich gerade auf meinem allabendlichen Spaziergang. Das Tier wollte dich im Schlaf angreifen, also töte ich es sofort. Oh, das wusste ich nicht. Es tut mir sehr leid, dass ich euch so angefahren habe. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Die Leute missverstehen mich immer zu. Ich habe mich bereits daran gewöhnt. Wartet bitte, My Lady Asura. Na gut, na gut, na gut. Takumi und Felicia, meine Güte. Das kann ja was werden. Felicia, jetzt muss ich dir schon zum zweiten Mal mit der Wäsche helfen. Du solltest wirklich anfangen, darauf zu achten, wo du hingehst. Also wie gesagt, in meinem Heimatdorf ist es so oft bewölkt. Zeigt sich die Sonne, ist das Grund zum Feiern, dann singe ich den ganzen Tag. Ja, das habe ich schon verstanden. Im Winter ist es so kalt, aber daran gewöhnt man sich, so ist der Winter. Dann sitzen wir mit einer heißen Suppe am Feuer. So köstlich. Ja. Ihr solltet die Berge sehen, sie sind wunderschön und voller Juwelen. Und auf des Eisklans gibt es Juwelen jeder Farbe, so wie ein Regenbogen. Toll. Mein Lord Takumi, hört ihr mir zu? Es kümmert euch ja gar nicht, was ich sage. Oh, ich höre zu. Felicia, du redest zu viel. Es wundert mich, dass du überhaupt mit etwas fertig wirst. Vielleicht solltest du etwas weniger reden und etwas mehr Wäsche falten. Wurdest du etwa so erzogen? Deine Arbeitseinstellung ist furchtbar. Was soll das denn heißen? Ihr denkt, ihr seid etwas Besonderes, weil ihr zur Königsfamilie gehört. Das habe ich damit nicht gemeint. Als Prinzessin könnte ich ständig faulenzen und niemand würde es kümmern. Felicia, langsam, du hast ja recht. Ich hätte das nicht sagen sollen, entschuldige. Ich entschuldige mich auch. Ihr habt mir geholfen und ich rede unaufhörlich. Mach dir keine Gedanken, kümmern wir uns um die Wäsche, dann ist Schluss für heute. Selbstverständlich, mein Lord. Okay, auch schon Unterstützungslevel B. Das sieht da alles sehr, sehr gut aus soweit. Was haben wir eigentlich hier? Achso, ja gut, das wird nicht in Frage kommen. Oh Gott, wir haben hier noch Selena, alias die Zunder. Die Zundere. Naja, egal. Ist einfach so. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Verdammt, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Egal. Andersrum. Wie auch immer. Wo ist er denn nur? Was habe ich getan, dass ich so bestraft werde? Selena, ich hörte Geschrei. Ist alles in Ordnung? Offensichtlich nicht. Ich kann meinen Yukata nicht finden. Oh nein. Moment mal, was ist ein Yukata? Ihr wisst noch nicht mal, was ein Yukata ist? Zu eurer Information, das ist ein süßes Kleid, ähnliches Gewand aus Hoshido. Aha, aber kommst du nicht aus Noah? Was hat das denn damit zu tun? Und wer behauptet, ich käme aus Noah? Entschuldige, ich bin verwirrt. Warum spielt das eine Rolle, wo ich herkomme? Ich kann anziehen, was ich will. Stimmt wohl, wenn wem der Schuh passt. Ich dachte, ich hätte euch eben gesagt, dass es ein Kleid und kein Schuh ist. Na, selbstverständlich passt er. Ich sehe blendend darin aus. Aber jetzt kann ich ihn nicht finden. Kein Grund, so zu schreien. Ich bin sicher, dass ich irgendwo sein muss. Merkt ihr denn gar nichts? Mensch, ich wollte ein Kompliment, sonst nichts. Entschuldige bitte. Wie auch immer, helft ihr mir jetzt bei der Suche nach meinem Yukata? Sieht aus, als hätte ich wohl keine Wahl. Nicht, wenn ihr mein drittbester Freund bleiben wollt, Kleiner. Jetzt macht schon, lasst uns dieses Ding finden. In Ordnung, das hört sich gut an. Warte mal, drittbester, wer sind denn Nummer 1 und... Oh, macht euch um die beiden mal keine Gedanken. Okay. Ich könnte... Naja gut, bei ihr... Sie ist ja eigentlich ein Awakening-Charakter. Das lässt viel Interpretationsspielraum für diesen Dialog. Wer ist denn nur Zweiter und Dritter? Egal. Ach, Elise und Keaton, okay. Keaton, lass uns spielen! Was? Was? Was war denn das? Ja, so bauschig. Wer ist denn da so bauschig? Wer ist bauschig? Hey, lass mich los! Das ist ein guter Junge. Ja, das bist du. Das bist du wirklich. Hör auf, ich bin kein dummer Welpe, ich bin ein wilder und edler Wolf. Ah, es tut mir leid, Keaton. Immer wenn ich dich ansehe, muss ich an Joseph denken. Wer zum Kuckuck ist Joseph? In der Stadt ist er ein beliebter Welpe. Er ist der niedlichste Hund, den ich je gesehen habe. Nichts für ungut. Warum sollte ich euch das verübeln? Ich sagte doch, dass ich ein Wolf bin. Joseph liebt es, mit Wollknäueln zu spielen. Du liebst auch Wollknäuel, nicht wahr, Keaton? Hier, nimm den. Oh nein, kein Wollknäuel kann mich nicht zügeln. Also magst du sie? Ich sagte bereits, ich bin kein Welpe. Ich mag keine Welpensachen. Ja, ich verschwinde jetzt. Ah, der hat's jetzt aber eilig. Ich glaube, er mochte es. Oh Mann, ey. Elise. Stop trolling, please. Wow, das hat sich schon wieder gereimt. Vielleicht soll ich anfangen,
Mit Fire Emblem Raps, ja. Oh Gott, bitte nicht, nein. Schlechte Idee, lassen wir das. Egal. Haja! Ha, diesmal war ich vorbereitet, Hana. Heute drehe ich den Spieß um und ich werde sicher nicht verlieren. Pass nur auf. Was du verflixt? Ja, irgendwie habe ich endlich mal gewonnen. Heute konnte ich wesentlich mehr Entschlossenheit in deinen Kampfstil spüren. Ha. Es gibt einen guten Grund, warum ich dich heute auf jeden Fall schlagen wollte. Und der wäre? Du trainierst jeden Morgen ohne Ausnahme, oder? Warum bist du so versessen, darauf stärker zu werden? Das ist einfach zu beantworten. Ich habe jemanden, den ich beschützen möchte. Genau das dachte ich mir. Menschen sind üblicherweise stärker, wenn sie jemand anderen beschützen müssen. Und ich fühle genauso. Ist das so? Es gibt da jemanden, den ich beschützen will, also versuche ich stärker zu werden. Ich wollte gewinnen, um zu beweisen, dass ich stark genug bin, ein Beschützer zu sein. Ah, das erklärt deinen heutigen Kampfeswillen. Aber warum musst du ausgerechnet ich dafür erhalten, das zu beweisen? Person, die ich beschützen will, das bist du. Ich! Oh mein Gott, das wird wieder ultra kitschig, Alter. Ohne Witz. Da kann ich die Dialoge manchmal echt nicht abhaben. Ich weiß auch nicht. Ich meine, Awakening war auch schon schlimm, ja. Aber ich kritisiere das wirklich manchmal. Das geht auch noch besser. Keine Ahnung. Egal, wie auch immer. Ich bin dir verfallen. Bitte sag mir, dass meine Zulage mich fehl am Platz ist. Keaton, ich werde so stark wie nur möglich werden, um mich beschützen zu können. Wenn ich mir ansehe, wie du dich in unseren letzten Duell geschlagen hast, mir ist bewusst, dass du wirklich meinst, was du sagst. Also, ich bin ganz dein. Meinst, wir können zusammen sein? Hä, ja, genau das meine ich. Es würde mich so glücklich machen. Aber ich will nicht nur beschützt werden, ich möchte auch dich beschützen. Du bedeutest mir nämlich auch sehr viel. Okay, naja gut, der Dialog geht noch einigermaßen. Aber manches ist schon echt schlimm vom Kitschgehalt, meine Güte. So, und jetzt ist wieder so die Hälfte des Parts draufgegangen für Supports, wie gewohnt. Aber es gibt auch Leute, denen sind die Supports einfach mega wichtig, ja. Und bevor ich jetzt weitergehe, es gibt hier noch ein paar Einheiten, die müssen sich entwickeln. Zum Beispiel Elise, die wird jetzt erstmal zum Strategen. So. Stabnutzer sind immer besonders leicht zu trainieren, ne? Das ist immer sehr angenehm. So, und da haben wir eine Strategin. Sehr gut. Ultra offensiv, aber leider auch ultra zerbrechlich. Ist halt mal wieder eine Glaskanone, wie schon gewohnt. Aber gut. Oh, ich sollte vielleicht noch irgendwas mal hochcraften. Das gefällt mir eigentlich nicht, die Standardwahl, die ich da habe. Ich glaube, ich schmied noch ein Feuer plus eins. Wäre vielleicht nicht schlecht, bevor wir weitergehen. So, und Silas natürlich auch noch, ganz klar. Ich persönlich bin kein Fan von Erzrittern. Deswegen ganz klar ein Rittmeister. Mag ich, dass sie etwas beweglicher sind. Die sind vielleicht nicht so ultra defensiv, aber wirken für mich ausgeglichener als Erzritter und haben auch nicht so krasse Schwächen. Deswegen wird Silas jetzt ein Rittmeister. Aber sehr gut. So, ich glaube, das war auch schon erstmal alles an Entwicklungen, was ich jetzt noch machen wollte. Aber nichts wie los. Ganz, ganz schnell noch hier zur Schmiede. Sollte wenigstens noch ein Feuer plus eins rausholen. Moment. Ich glaube, ich muss vorher noch einen Feuerzauber kaufen. Ich glaube, ich habe nämlich nur einen auf Lager. Ach, wisst ihr was? Ich habe eigentlich so viel Rohstoffe. Ich könnte mir gleich noch... Okay, ich kaufe mir, glaube ich, 3 Feuer, damit ich für Feuer plus 2 schmieden kann. Warum nicht? 3-mal Feuer, bitte. Ist ja auch nicht so teuer. Please, do come again. Okay, so. Außerdem habe ich das Schmieden, glaube ich, noch nie gezeigt, ne? Na gut, das ist, glaube ich, eher relativ unspektakulär, aber... So. Ach, ich kann auch direkt auf Feuer plus 2 gehen. Das wusste ich noch gar nicht, dass das eine Schnellwahl geht. Ich habe es immer manuell gemacht. So, das gibt uns einen wesentlich besseren Zauberspruch. Feuer plus 2 ist natürlich schon was einigermaßen Gutes, wobei die eigentlich eh schon extrem offensiv ist. Aber mit dem Feuer plus 2 könnte ich hin und wieder auf Einheiten treffen, die sie schon mit einem Hit ausschalten kann. Und das wäre dann schon ziemlich gut wegen ihrer extrem schlechten Defensive. So, aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt mal weiter mit Kapitel 16. Chris erfährt, dass das Flammensiegel den Krieg beenden kann und kehrt deshalb zur bodenlosen Schlucht zurück. Hoffnung liegt in der Luft. Ja. Ich bin mal gespannt. Kapitel 16. Weiße Flammen. So, mittlerweile haben wir ja den wichtigen Gegenstand uns oh, das Action gleich. Hoshido und Noah kämpfen schon fleißig gegeneinander.
Kein norischer Angriff schafft es durch meine Verteidigung. My Lord Rioma vertraut mir und My Lady Enoka den Schutz des Schlosses an. Selbst wenn es mich mein Leben kosten sollte, werde ich nicht scheitern. Keine Sorge, Yukimura, ich bin zurück. Rioma geht natürlich wieder ab. My Lord Rioma. Schon zwei weniger. Bist du bereit für mehr, Scarlet? Oh, worauf ihr euch verlassen könnt. Okay. Excellent. My Lord Rioma, ich bin froh, dass ihr unversehrt zurückgekehrt seid. Es ist schön, zurück zu sein. Tut mir leid, dass du dich so lange um alles kümmern musstest. Hey. Eure Brille ist aber ziemlich flott. Könnt ihr mir sagen, wo ich eine solche herbekommen kann? Wie bitte, wer seid ihr? Ah, ich vergaß sie dir vorzustellen. Das ist Scarlet, sie war Mitglied einer Widerstandsgruppe in Noor. Wir wurden in Chevet Freunde und sie kehrte mit mir zurück, um mir zu helfen. Einige ihrer Krieger sind auch mitgekommen. Sie helfen uns, Schloss Shirazagi zu verteidigen. Freut mich, euch kennenzulernen. Ah ja, die Freude ist ganz meinerseits. Übrigens, Yukimura, ich traf Chris zufällig in Nestra. Mein Lord Chris, hat es bis dorthin geschafft? In der Tat, er bat mich, ihn dabei zu unterstützen, die Kämpfe zu beenden. Er sagte mir das gleiche, als wir uns in der Feste Jinja trafen. Er sagte, wenn ich ihnen helfen wolle, soll ich ihn an der bodenlosen Schlucht treffen. Und ich solle dort sein, bevor der Himmel über Nohoshido und Nor sich verfärbt. Mein Lord behauptete, da wäre noch etwas, worüber er nicht sprechen könne. Also erzählt er uns das, hat er uns das gleiche erzählt. Ich glaube nicht, dass Chris lügen würde. Und er besitzt Führungseigenschaften, die die Gefolgsleute anziehen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind sogar auf ihn eifersüchtig war. Sogar in diesem jungen Alter zeigt er die Eigenschaften eines Anführers. Ganz schön albern, auf ihn eifersüchtig zu sein, nicht wahr? My Lord Rioma, ich frage mich, ob es daran lag, dass ich sie damals im Stich ließ. Was meint ihr damit? An dem Tag, an dem die Noren kamen und Chris entführten, war ich dabei. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich sie vielleicht aufhalten können. Ich versagte als älterer Bruder, ich wusste es damals und das schmerzt noch immer. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich alles versuchte, weil ich eifersüchtig war. Das ist doch Unsinn. Dieses Ereignis lag außerhalb eurer Kontrolle. Ihr wart sehr jung und selbst wenn ihr so stark wie jetzt gewesen wärt, ihr dürft nicht glauben, dass ihr den Ausgang des Tages hättet ändern können. Ich weiß, Yukimura, aber ich muss immer noch mit diesen Gefühlen zurechtkommen. Deswegen werde ich mich auch zur bodenlosen Schlucht begeben. Ich werde Chris vertrauen und für sein Anliegen eintreten. Nur so kann ich mein Versäumnis, ihn zu beschützen, wieder gut machen. Rioma, ich werde euch nicht um weitere Erklärungen bitten, aber wenn ihr für Chris kämpft, schließe ich mich euch an. Danke sehr, Scarlet. Oh yes, das ist doch schon mal richtig, richtig cool. Bin mal gespannt. Großes Familientreffen in der bodenlosen Schlucht. Oh Mann, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Situation ein bisschen aus dem Ruder gerät. Wir werden sehen. Hallo Rioma. Enoka, ich sehe, du hast das Schloss sehr gut beschützt. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss. Ich kam gerade erst, muss aber wieder weg. Chris braucht meine Hilfe bei der bodenlosen Schlucht. Ich möchte, dass du hier bei Yukimura bleibst und die Nein, Rioma, dieses Mal begleite ich dich. Hier bitte. Ich hörte dein Gespräch mit Yukimura mit an. Du bist nicht der Einzige, der sich wegen der Entführung von Chris Vorwürfe macht. Du erinnerst dich, warum ich lernte, ein Naginata zu benutzen, nicht wahr? Sicher, damit du eines Tages Chris retten kannst, oder? Richtig, wie sehr ich doch bedauerte, dass ich Chris nicht beschützen konnte. Ich dachte dauernd, wäre ich nur stärker oder ein besserer Krieger gewesen. Ich hätte ihn beschützen können. Aber an dem Tag, als er sich für keiner der beiden Königreiche entschied, fühlte ich mich verraten. Wir hatten ihn gerade wieder und er stellte sich gegen uns. Ich war von seiner Entscheidung verblüfft, konnte aber wieder einmal gar nichts dagegen tun. Aber ich habe nachgedacht und ich bin jetzt sicher, ich helfe ihm. Ich will Chris zeigen, dass ich an ihm glaube. Seine ältere Schwester will ich bis zum bitteren Ende bei ihm bleiben. Ich bin nicht überrascht, dass Sturheit in dieser Familie liegt. Tut mir leid, Yukimura. Ihr müsst wohl die Verteidigung des Schlosses allein übernehmen. Ihr macht euch aber auch nichts als Ärger. Keine Sorge um das Schloss, My Lord Rioma. Es steht bei eurer Rückkehr noch. Danke sehr, Yukimura. Ich habe jedoch eine Bedingung. Ihr dürft euch nicht beklagen, wenn das Schloss nicht genau dem gleichen Zustand ist. Im Thronsaal darf natürlich nichts geschehen, aber ich kann nicht sicher sein, dass die Schlafzimmer, besonders eures, nicht in die Luft gesprengt werden. Im Krieg ist alles möglich, wie ihr wisst. Na klar. Außerdem müsst ihr mir versprechen, zurückzukehren. Hoshido braucht seine königliche Familie. Selbstverständlich, Yukimura. Ich danke dir sehr, Yukimura. Ich verspreche dir, wir werden zurückkehren. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Es ist Zeit zu gehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Der Himmel wird bald seine Farbe ändern. So, von Shirazagi brechen jetzt die also auf in die Lavafelder. Das klingt natürlich schon ein wenig bedrohlich. Oh, yes. Ziemlich heiße Sache.
Es ist niemand sonst hier. Weder Ryoma noch Prinz Xander scheinen umgestimmt, sich uns anzuschließen. Geben wir noch nicht auf. Der Himmel über Noah-Unterschiede hat sich noch nicht ganz verfärbt. Puh. Katzin? Okay, nicht ganz. Trotzdem bleibt nicht mehr viel Zeit. Es wird immer schwieriger, den Unterschied zwischen Mittag und Nacht zu erkennen. Ich wusste nicht, wie es aussieht, wenn der Himmel seine Farbe ändert. Es kommt jemand. So, wer ist denn jetzt da? Oh nein, Hans! Das sind Hans und das norische Heer. Statt die Mithilfe von Prinz Xander zu bekommen, werden wir nun angegriffen. Kaum zu glauben, dass er sowas tut. Ist das deine Antwort, Xander? Hör mir zu, Chris, du musst stark bleiben. Wir dürfen nicht verlieren, sonst ist alles, was wir taten, umsonst gewesen. Folgt mir, ihr Abschaum! Wir werfen die Oschinen und Verräter in die Schlucht! Mensch, Camilla, warum zauberst du denn? Das ist doch eigentlich gar nicht so effektiv. Ist doch viel offensiver. Im Physischen. Egal. Geht nur schön ab, ja? Finde ich gut. Kommt ja nicht näher. Lassen Sie sich zu, dass jemand Hand an meinem Bruder legt. Oh yes, Ryoma. He is back. What? Was zum... Entschuldigt, dass ich dich warten ließ, Chris. Sag dich nicht, wir sind gekommen, an deiner Seite zu kämpfen. Hast du das Feindliche Heer gesehen? Das sieht nach einem großartigen Kampf aus. Ihr seid alle gekommen. Amazing. Wunderbar, sogar Hinoka ist hier. Jetzt ist uns der Sieg sicher. Ich freue mich, dass ihr alle an uns glaubt. An Chris. Tut mir leid, diese glückliche Familienfeier zu unterbrechen, meine Lady Hinoka, aber ihr vergaßt uns vorzustellen, eure königlichen Getreuen. Oh, ihr seid? Ich heiße Asama. Wenn ihr törichte Fehler macht und euch verletzt, kann ich euch heilen. Ich heiße Setsuna, ich bin gut im Bogenschießen. Asama, du stehst auf meinem Fuß. Entschuldige. Oh Mann, Setsuna ist auch voll der komische Vogel, aber gut. Wie Asama schon sagte, sind diese beiden meine Getreuen. Ich urteile sie nicht nach ihrem Aussehen, sie sind da, wenn es darauf ankommt. Chris, nach all dieser Zeit bin ich endlich bei dir. Ich bin glücklich, dass wir beide wieder Seite an Seite kämpfen können. Dankeschön, Hinoka, ich danke jedem, der gekommen ist. Wir haben keine Zeit für ein tränenreiches Wiedersehen. Nehmt eure Stellung ein. Yes! Endlich! Ha! Wer hätte es gedacht? Ach, wir kämpfen jetzt an zwei Fronten. Ja, na gut. Oh Mann, Ryoma, eine der besten Einheiten im Spiel natürlich. Ein absolut brutaler Schwertmeister. Mit einer der mächtigsten Waffen, richtig nicen Skills. Das wird ordentlich reinhauen. Okay, Hinoka scheint auch schon gut trainiert zu sein. Das freut mich. Freut mich sehr sogar. Und der Wächter Naginata ist natürlich saustark. So, Scarlet haben wir dabei. Und Asama ist eigentlich auch eine richtig gute Einheit, wenn man ihn entsprechend trainiert. Sehr, sehr individuell mit seiner Fähigkeit. Ich zeig das mal kurz. Die heilige Vergeltung, wenn er keine Waffe ausgerüstet hat, kriegen benachbarte Gegner immer die Hälfte des Schadens, den sie ihm zufügen würden. Ist besonders lustig, wenn man es mit Counter und Magiespiegel kombiniert, weil die Einheiten, die ihn angreifen, den komplett selben Schaden kriegen. Und damit höchstwahrscheinlich sich selbst umbringen, wenn sie Asama angreifen. Das ist ziemlich brutal, aber eben verdammt nützlich. Ja, und ansonsten, weiß nicht, Scarlet werde ich wahrscheinlich nicht großartig trainieren oder so. Setsuna denke ich auch nicht, aber natürlich die Königsfamilie, die muss zusammenhalten. Die werden auch alle mitgenommen, denke ich, später. So, ansonsten machen wir jetzt noch die Einheitauswahl und dann geht's beim nächsten Part so richtig los hier. Oh, wir können ja gar nicht so viele Leute mitnehmen, stelle ich gerade fest. Okay. So, Kase soll sich hier weiterentwickeln. Wir schauen mal, dass wir mal Einheiten mitnehmen, die sich höchstwahrscheinlich weiterentwickeln werden. Aber wir brauchen... Na okay, nee, das... Moment. Wie organisieren wir das denn? Beruka kann eigentlich mit, würde ich sagen. Wir bräuchten am besten noch irgendeine Heilkraft. Du kannst mit... So, einen können wir noch auswählen. Vielleicht doch noch einen weiterentwickelten. Ich bin mir nicht... Nee, Oboro. Stimmt, Oboro wäre auch noch eine gute Wahl auf jeden Fall. Habt ihr denn noch alle Meistersiegel dabei, die sich noch weiterentwickeln können? Okay. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sogar sehr, sehr gut aus. So, damit stimmen unsere Einheiten schon mal. Aber...
Wo war es genau? Felicia hat ja momentan keine Stäbe dabei, kann aber natürlich Stäbe benutzen. Das ändern wir mal direkt. So, nimm's noch mit. Was nehmen wir dann noch mit? Ein Sonnenfest. Ach, ich denke, hier könnte auch mal eine Rettung nicht schaden. Und noch ein Herbstfest, so. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, würde ich mal sagen. So, wir haben ein paar Dunkelmagier. Oh, und sogar ein Abenteurer ist dabei. Erschafft Flammen oder löscht sie. Okay, das ist also die Fähigkeit, die wir mit Drachenadern hier aktivieren können auf der Map. Abenteuer könnten problematisch werden, sind wahrscheinlich extrem schnell. Ja, Guest 21 könnte schon ein paar Einheiten doppeln, da muss man aufpassen. Ansonsten relativ offensive Gegner hier. Ah, ein General ist auch dabei. Es teilt sich so ein bisschen auf. Bin mal gespannt, welche Einheiten sich bewegen und welche statisch bleiben. Aber das Management wird wahrscheinlich gar nicht so einfach werden auf der Map, kann ich mir vorstellen. Gerade hier, da haben wir dann auch Crit-Meister dabei, ist natürlich ganz, ganz unschön. So, und natürlich der Hans als Berserker, natürlich mit einem Tomahawk, super. Das ist natürlich richtig brutal stark. Ja, da muss man aufpassen, vor allem tut mir die Crit-Rate jetzt schon weh, wenn ich hinschaue. Wir haben da ja leider ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Aber okay. So, wir sollten schauen, dass möglichst schnell vielleicht da drüben noch ein Heiler aufschließen kann. Das heißt, von mir aus kann mal Elise nach oben. So. Dann schauen wir, dass wir unsere Defensiveinheiten mal an die Front kriegen. Das machen wir am besten so. Ja, ich weiß gar nicht. Doch, ihr könntet euch mal zusammenschließen. Doch, ich glaube, das ist gar nicht mal die schlechteste Idee. Ach, Silas ist ja gar nicht dabei, ne? Ja, wobei Asura allein sollte schon auch noch ein bisschen Training bekommen. Ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. So, ja, dann passt das doch soweit, würde ich sagen. Wir speichern. Und Leute, dann geht's beim nächsten Part praktisch los mit Kapitel 16. Scheint ja richtig cool zu werden. Relativ taktisch wieder. Ein verzwicktes Labyrinth aus Flammen, zwei Fronten, jede Menge schwierige Einheiten, mit denen man hier umgehen muss. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Also Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung.